Als ich das letzte Mal in Kroatien Schlangen suchen war, wurde ich gebissen. Was dann passiert ist, hat mich ziemlich überrascht und war nicht mehr ganz so lustig. Ich war irgendwo im Nirgendwo und hatte noch nicht mal Empfang am Handy. Es war ein angenehm warmer und sonniger Tag und ich fuhr mit meinem Auto eine abgelegene Straße entlang. Die Straße wurde immer schmäler und irgendwann endete sie. Ich entschloss mich, zu Fuß weiterzugehen. Auf dieser Ebene lebt eine Kreatur, von der die meisten Touristen nichts wissen wollen. Es hat nicht lange gedauert, bis ich ein Exemplar gefunden habe. Dort drinnen wohnte es. Ich habe versucht, es mit einem Grashalm herauszulocken. Eine apulische Tarantel. Diese Spinnen gehören zu den größten Spinnen Europas. Ich blende mal kurz ein anderes Video ein, damit du siehst, wie groß diese Spinnen sind. Gefährlich sind diese Spinnen übrigens nicht. Diese Spinne war schon ein richtiges Highlight. Doch an diesem Tag würde mich noch bedeutend mehr erwarten. Und ich würde meine Meinung zu einer ganz bestimmten Schlange Europas grundlegend ändern. Ich durchstreifte weiter diese mediterrane Landschaft. Etwas tiefer in den Wäldern fand ich gleich schon die nächste kleine Sensation. An diesem Ort trieben sich ungewöhnlich viele Landschildkröten herum. Immer wieder kreuzte eine Schildkröte meinen Weg. Nicht weit entfernt von den Schildkröten habe ich dann noch diese Labyrinthspinne gefunden. Und direkt daneben in ihrem Netz eine Wanze, die ziemlich tot aussieht. Wer die wohl getötet hat? In dieser Gegend fand ich noch haufenweise andere coole Tiere. Eine Riesensmaragdeidechse, ein Hase und eine Nasenschrecke. Sieht lustig aus, nicht wahr? Allmählich ließ ich die Wälder hinter mir und erreichte eine karge und trockene Gegend. Ein Schaf und eine Ziege leisteten einander Gesellschaft. Ich war aber nicht auf der Suche nach Schafen oder Ziegen, also zog ich weiter. Je näher ich an die Küste kam, desto trockener und felsiger wurde es. Irgendwann hörte das Land auf und ich war direkt neben dem Meer. Zwischen diesen kantigen Felsen hat diese Argiope lobata ihr Netz errichtet. Sie ist die wahrscheinlich größte Radnetzspinne Europas. Das ist aber nicht ihre einzige Besonderheit. Außerdem ist sie in der Lage, goldene Spinnenseide zu produzieren. Ihre Spinnenseide ist so stabil, dass sie damit sogar kleine Eidechsen fangen kann. Langsam aber sicher neigte sich der Tag zu Ende und die Dämmerung brach herein. Jetzt wurde es erst richtig interessant. Schwarzbäuchige Taranteln verließen ihre Verstecke, um sich auf die Lauer zu legen. Als ich ein wenig weiter spazierte, kroch mir plötzlich diese kleine Katzennatter über den Weg. Diese Schlange ist eine Trugnatter. So nennt man Nattern, die im hinteren Bereich ihres Kiefers vergrößerte Zähne haben, mit denen sie Gift abgeben können. Diese Schlange gilt als leicht giftig. Und was leicht giftig bedeuten kann, sollte ich in wenigen Minuten am eigenen Leib erfahren. Als die Schlange sich davon machte, ging ich weiter und fand nur wenige Meter daneben ein ausgewachsenes Exemplar. Ich habe mich extrem gefreut, gleich zwei Katzennattern an diesem Abend zu finden. Und wie es im Leben so ist, bekommt man immer wieder einen kleinen Denkzettel verpasst, wenn man zu unvorsichtig wird. Als ich die Schlange kurz gefangen habe, um ein paar Fotos zu machen, passierte es.
Ich wurde gebissen. Dass ich gebissen wurde, war zu 100% meine eigene Schuld. Wenn du diese Tiere einfach in Ruhe lässt, dann passiert dir nichts. Mehr musst du nicht tun. Am Anfang habe ich mir nicht viel daraus gemacht, weil ich schon des Öfteren von irgendwelchen leicht giftigen Tieren gestochen oder gebissen wurde. Das war nicht so schlimm für mich. Allerdings änderte sich meine Meinung diesbezüglich an diesem Abend. Einige Minuten, nachdem ich die Schlange schon wieder freigelassen hatte, erhöhte sich meine Herzfrequenz innerhalb weniger Minuten. Außerdem fing ich an, schneller zu atmen. Ein Zeichen dafür, dass die Situation nicht mehr ganz so harmlos war. Empfang am Telefon hatte ich hier draußen sowieso keinen. Ich entschloss mich, die Exkursion zu beenden und zurückzugehen. Ich ging langsam, denn ich wollte nicht, dass mein Körper in eine Stresssituation kommt. Es vergingen ein paar weitere Minuten. Dann begann ich zu schwitzen und mir wurde etwas übel. Diese Symptome hielten zum Glück nur wenige Minuten an. Nach etwa 15 weiteren Minuten waren die Übelkeit und der Schweißausbruch schon wieder vorbei. Auch meine Herzfrequenz und meine Atmung wurden wieder normal. Am nächsten Tag habe ich nichts mehr gespürt. Alles gut gegangen also. Dennoch, für mich eine Warnung, auch eine leicht giftige Schlange nicht zu unterschätzen. Schlangenbisse sind etwas sehr Seltenes. Dennoch sollte man wissen, wie man sich im Ernstfall zu verhalten hat. Denn das kann letztendlich entscheiden, ob du überlebst oder stirbst. Wenn du wissen willst, was zu tun ist, wenn dich eine Giftschlange gebissen hat, schau dir das Video hier im Abspann an. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.